Powerbomben-Container. Ja. Ich muss sagen, in dieser Aufnahme habe ich echt gut an Missiles und alles gewonnen. Ich weiß nicht, 3, 4 Missiles-Container. 2, 3 Powerbomben-Container. Oh, habe ich die nie gescannt? Anomalie, Kursugeist, spektrale Erscheinung. Unempfindlich gegenüber natürlicher Energien. Sprich, Wave Beam ist mit Blitz. Oder hier Elektrizität. Donner halt. Wave Beam habe ich schon. Ice Beam ist klar, Eis. Und Plasma Beam ist Feuer. Und der einzige neutrale ist halt der Power Beam. Da diese Wesen fortwährend ihre Präsenz verändern, lassen sie sich nur mit Hilfe des X-Ray-Visors präzise erfassen. Dieser Wandel macht sie unempfindlich gegenüber Waffentechnik, die auf natürliche Phänomene wie Feuer, Eis und Elektrizität basiert. Ihr wechselhaftes Verhalten ist vermutlich die schadhaften Einflüsse des Fahrzeugs aus der Umgebung zurückzuführen. Es ist auffallend, dass sie sich zu religiösen Städten der Kurse hingezogen fühlen. Dort stürzen sie sich gewaltsam auf alles, was sich in ihren Bereich eindrängt. Nö. Nö. Ja, ich weiß, ich verfeuere hier gerade gut meine Missiles wieder. Sehr schön. Zu spät schon tot, zu spät schon tot. So, Energietank, das ist sehr gut. Denn ein Energietank bedeutet mehr Energie. Aua. Und mehr Energie bedeutet... Also. So. Und nochmal ein Messer-Container. Yay. So. Weit werde ich jetzt auch nicht mehr zocken. Um genau zu sein, ich werde jetzt mich zu meinem Schiff verkrümeln. Dort den
Tempel aufsuchen, weil ich meine, im Tempel finde ich die Hinweise, wo die Artefakte alle sind. Wenn ich natürlich die Artefakte alle habe, dann... Entschuldigung. Dann ist da natürlich kein Problem mehr. Ich war da immer noch nicht da oben gewesen. Ich meine, da müsste ich jetzt auch unter anderem hin. Schade, dass ich nicht so episch auf das Schiff springen kann wie bei Super Metroid. So episch scheiße. Na, Super Metroid war aber ein geiles Game. Ich war auch nie hier gewesen während des Let's Plays. Einfach nur, weil ich es nicht für nötig erachtet habe. Hier ist übrigens der Einschlagskrater. Ein neuer Eintrag wurde in die Datenbank des Bereiches Piraten vorgenommen. Eintrag 10.308.0. Die vorliegenden Berichte der Erkundungsteams beschreiben eine bestätigte Konstruktion, die von einer fremden Zivilisation auf Talum 4 errichtet wurde. Untersuchungen ergaben, dass diese Konstruktion ein Kraftfeld aufbaut. Dieses Feld verhindert den Zugang zu einer außergewöhnlichen starken Energiequelle, die sich im Inneren eines Kraters befindet. Das wissenschaftliche Team geht davon aus, dass dieses Kraftfeld seine Energie aus mehreren fremdartigen Koso-Artefakten bezieht. Wir haben mit umfangreichen Ermittlungen begonnen, um den Verbleib dieser Relikte zu ermitteln. Da dieses Feld unser Vorhaben bezüglich einer Energiegewinnung auf Talum 4 behindern könnte, müssen wir es womöglich schnell zum Zusammenbruch bringen. Sollte dazu die Vernichtung der Koso-Artefakte notwendig sein, so werden wir diese vornehmen. Also kurzum, die Piraten sind mal wieder selten dämlich. Na komm, mach auf. Danke. Koso-Inschrift entziffert. Die Eindämmung der großen Seuche. Diese Aufgabe wurde den Koso zuteil und wir werden uns dieser Bürde nicht entziehen. Selbst wenn wir die Qual und Pein mit dem Land und seinen Kreaturen teilen müssen. Unser Wille fließt ein in die 12. Jene Artefakte, die durch ihre Zusammenkunft das Schloss bilden, um das unbeschreibliche Übel in den Tiefen dieses Planeten einzuschließen. Dieser Riegel muss jedem trotzen, der versucht, ihn zu brechen, um die Kraft dieses Siegels zu bewahren. Und um es vor jedem mit niederen
Nachrichten zu schützen, werden wir die Artefakte über das ganze Land verteilen und sie so neugierigen Blicken entziehen. Das Schloss soll niemals geöffnet werden, bis hin zu dem Tage, an dem diese Katastrophe ein endgültiges Ende findet. Kursinschrift entziffert. Unser ständiger Begleiter inmitten unseres wahr gewordenen Albtraums, dem Kampf gegen die unnachgiebige Finsternis, ist ein Licht, das wir deutlich sehen. Dieses seltsam vertraut wirkende Licht strahlt Zuversicht aus. Es verjagt die von der großen Seuche hervorgebrachten Schatten und reinigt jenes, das von Gift getränkt ist. Doch es ist seltsam. Gelegentlich erwächst aus dem Licht eine Gestalt einer Frau. Von brennender Intensität sinkt dieses Leuchten aus dem All herab, um sich kurz darauf wieder in das tiefsatte Schwarz zurückzuziehen, aus dem es erschienen ist. Wenn sich diese Prophezeiung erfüllt, wenn das Land das Licht niederkommt, dann hat die lange Wache der Koso ein Ende gefunden. Ja, um genau zu sein, diese lange Wacht ist tatsächlich jetzt zu Ende. Denn, wie schon, ich denke mal, mehrfach auch erwähnt und alles, es handelt sich hierbei um Samus. Dies ist ein Koso-Artefakt. Nachdem dieses Artefakt aufgenommen wurde, geben die Gedenksteine auf dieser Terrasse Hinweise zum Verbleib der übrigen Artefakte wieder. Wenn alle Artefakte gefunden und zusammengeführt worden sind, öffnet sich der Pfad zum Zentrum des Einschlagkraters. Dies ist das Artefakt der Wahrheit. Nun lassen sich die hier stehenden Gedenksteine scannen, um Hinweise zu den restlichen 11 Artefakten zu erhalten. Zusammengefügt eröffnen sie einen Zugang zum Krater. Um genau zu sein, wir haben hiermit das erste und das zweite schon. 3, 4, 5, 6, 7 haben wir. Und Nummer 12. Nachfolgend die Übersetzung der Inschrift des Gedenksteins. Eine Bestie, ungeahnten Ausmaß, weit in unseren Sonnenhof, hoch über den Ruinen unserer Zivilisation. Und sie bringt Verderben mit sich. Viele Geister der Koso wurden von diesem unheilvollen Platz angezogen. Ihr Bund mit der realen Welt ist zu lösen, um das Artefakt des Ursprünglichen entgegennehmen zu können. Das heißt, wir müssen gegen die jede Menge Koso-Geister kämpfen. Das Artefakt der Koso wurde zurückgebracht. Die Kraft des Gedenksteins wurde wiederhergestellt. Das Artefakt der Stärke wurde zurückgebracht. Wurde wiederhergestellt. So. Der Wahrheit. Ein See flüssigen Gesteins, sprich Magma, befindet sich mitten in den Höhlen von Magmor. Eine steinerne Säule in der Mitte dieses Sees umschließt das Artefakt der Natur. Na folgend Übersetzung. In den Ruinen unserer Herberge ehren wir unser dahingeschiedenen Ältesten in einer großen Halle.
Eine Kammer unterhalb der dortigen Statue beherbergt das Artefakt der Welt. Nach folgt die Übersetzung des Gedenksteins. Eine Stätte der Forschung befindet sich in den Minen. Sie beherbergt einen unheilbringenden Invasoren. Diese Kreatur ist zu bekämpfen, um das Artefakt des Kriegers in Besitz nehmen zu können. Ich glaube, erst jetzt können wir das auch bekämpfen und alles. Beziehungsweise es auch finden. Nachfolgend die Übersetzung der Inschrift des Gedenksteins. Am Rande Findranas ist eine eisige Schlucht zu finden. Ein verborgener Eingang hoch oben führt zum Artefakt des Geistes. Invasoren betrachten die Findranischen Weiten als die ihrigen. Große Türme gipfeln auf ihre dortigen Festungen. Erst wenn einer von ihnen niederliegt, öffnet sich ein Pfad zum Artefakt des Ältesten. Nahe der Eisufer von Findrana ist ein Tempel gelegen. In den eisigen Händen des dortigen Ältesten liegt der Schlüssel zum Artefakt der Sonne. Ich meine, damit habe ich alles. Ja, also ich habe jetzt hier alles gescannt erstmal, das ist gut. Mehr gibt's hier jetzt auch erstmal nicht zu holen. Und beim nächsten Mal, ich werde das hier auch wieder abkürzen, so wie bei Zelda. Ocarina of Time, sag ich schon Ocarina. Wind Waker. Weil das macht keinen Sinn, die Artefakte hier alle dorthin zu laufen und so. Ich meine, wenn es jetzt natürlich gerade so in der Nähe ist, dann ist es eine Sache, aber... Sonst ist es eigentlich mehr so ein Mäh. So. Damit würde ich sagen, mache ich hier einen Cut und sage, bis zum nächsten Let's Play Part. BloodXFB meldet sich ab.